something I've done so many times. Trying to keep my head high while everybody's dancing. Cause I know I'm not the only one. I know I'm not the only one. Since you took hold of my broken heart, just like a miracle. I can't give in, I can't give in. I've already run my story.
never thought I'd feel like this. So, meine liebsten Engelchen, meine liebsten Zuckernasen, ich grüße euch. Schluck auf. Ich hoffe, euch geht's gut. Und ihr habt einen wunderschönen Tag heute gehabt. Ich habe hier noch so eine Schere liegen, die räume ich mal weg. Sonst habe ich die nachher irgendwie im Ohr hängen. Kennt ja bei mir. Und wünsche erstmal allen einen wundervollen Abend heute. An einem, was haben wir heute eigentlich? An einem Mittwoch. Oh, ist Mittwoch, ne? Krass, Mittwoch. Unfassbar. Mittwoch haben wir. Mann. So, ihr Hasen, ich mach mal mein bewegtes Bild an. That's me. Schön hübsch machen. Hallo. So, erstmal gucken, wer ist hier. Moni hat sich den Follow gesetzt. Dann Olivia, 1990 und Shy Tooth hat sich noch einen. Und Amanda, danke für 35 Monate, Amanda. Ganz liebes Dankeschön. Dann haben wir heute hier Cry My Name, Dedena, Jorgedame, Orchidee, Mausch, die Sarah, Lorelinchen, Bartholomäus, Sellen suchen, die Zauberfee. Dann haben wir hier unten nochmal Joker-Dame Delina, Lorelinchen macht einen Sweetie zum Joker-Dame, Miss Peppermint haben wir hier, die Ingrid Brander ist hier, Vintage Angel, grüßt die allerliebsten Zuckerschnecken, dann Patrick Fuchs ist dabei, die Katja 28, guten Abend, Mariella wünscht einen schönen Abend, Nicole 14.11., hallo ihr lieben Menschen, dann haben wir noch Nadine, 978 hat sich noch ein Follow gesetzt, hallo Nadine, Lorelinchen schreibt ihr mal, Bartholomäus ist glücklich, Degustimo macht Moin, Babette Engelchen, danke für die 100 Bits, Babette 90, danke dir für 100 Bits, guten Abend, liebe Babette, hallo. Dann haben wir hier Angie Mom, Obexing, immer noch so schön wie früher, sagt er, meine, das ist doch schön, Olli 342, können wir nicht erst Jenseitskontakte machen, erst die Rituale, danach Jenseitskontakt, THC Flunder, guten Abend, Judith, hallo, Parank, Nabend, Nini, Judith, Medira, Nabend, Judith, danke für 110 Bits, Judith, ganz viel Liebe für dich, danke dir sehr, Judith, Dankeschön, Monchichi, Hallo Gaming Show, Crime Name ist Nini, so, Patrick, hast du ja auch die Lampe geholt, 30 Kilometer zum Action gefahren, um so eine Lampe zu ergattern, hab gleich zwei geholt, ich habe ja auch zwei, falls eine kaputt geht, ich habe auch zwei, Snoofy, Priester, 8787, grüß dich. Fraktalfeder, danke für den Sub. Kuss geht raus an dich, Fraktalfeder. Ganz liebes Dankeschön für den Sub. Mega liebes Dankeschön. Danke. Ratze putze ich hier. Pink Lady, mal dabei Herzchen rein. Marsch ist glücklich. Lorelinchen, im Ohr geht noch schlimmer, wenn die später in der Nase hängt. Bezogen auf Schere, ja. Nadine, 97 macht gerne einen Horrorkanal. Oh, guck mal, Nadine. Oh, spooky, grusi. Gehen wir nachher rüber. Schauen wir mal. Anna Meyers, grüß dich.
Der hätte wen aber noch hier. Peng Lady nochmal. Westy. Hallo Westy. Anna Meyers lese ich hier nochmal. Dann haben wir noch Bienchen ist glücklich. Shiras 02 wünschen entspannten. Heike. Hallo Heike. Geht nach Dubai. Sehr schön. Genießt die Zeit. Genieße sie. So. Oh. Ja, heute probieren wir Rituale. Ich habe mir nämlich ein paar rausgesucht aus dem Netz. Die werden wir uns heute mal anschauen. Bin gespannt. Rituale sind immer so ein bisschen in dem ganzen Paranormalen so ein sehr schwieriges Thema. Dave und Cowboy, danke für 20 Monate, Dave. Ganz liebes Dankeschön. Ist ja mal ein schwieriges Thema. Kann sein, dass die Dinger lüppen, kann auch sein, dass da gar nichts passiert. Aber was sie auf jeden Fall machen, Rituale bringen einen Jenseitskontakt. Nur wie effektiv der ist, das ist immer eine andere Sache. Ja? LKNB, ich danke dir für 100 Bits, LKNB. Dankeschön. Snorrox, danke für 21 Monate. Ganz viel Liebe für dich. Dankeschön. Da habe ich mir 4 Stück rausgesucht. Sellensuchen, danke für 100 Bits Sellensuchen. Ganz viel Liebe. Aber wichtig ist, es gibt sehr viele Rituale, die sind einfach nur scheiße. Einfach nur Müll. Die sind einfach nur richtiger Müll. Und da fällt so ziemlich jeder YouTuber, Korrektur, nicht jeder, das ist falsch ausgedrückt, die meisten YouTuber, die sich mit dem Thema beschäftigen, fallen auf die Dinge rein und probieren die dann. Das ist so nach dem Motto, mach ein Foto links, oben, rechts, unten, im, dreh dich 5-mal im Kreis, 8-mal nach links, 6-mal nach rechts und dann hast du einen Verstorbenen auf dem Foto, wo ich immer nur denke, so, du kannst hier auch den Löffel 3-mal auf die Nase hauen oder du könntest dir auch den Teebeutel ins Auge drücken. Ist genauso effektiv. Aber trotzdem, es gibt immer mal ein paar Rituale, die sind ganz interessant, die funktionieren wirklich. Mein Fazit ist ja immer, dass bei den Ritualen es definitiv so ist, dass die schon etwas öffnen. Weil du gerade in dem Moment dich mit dem Thema beschäftigst und du bist offen, du setzt eigentlich deine Signale auf, ich will es ausprobieren. Ne? Und da kann natürlich sein, dass du wirklich dann so einen Kontakt bekommst. Und da probieren wir mal aus, was ist passiert, was passiert und was passiert. Wir schauen einfach mal. Wir lassen uns da einfach mal so ein bisschen überraschen, wie es vonstatten gehen wird. Ne? Also ich habe mir 4 rausgesucht. Ich mache die mal auf. Und dann gucken wir mal. Extra zu Hause. Wir haben einmal das Ritual der verlorenen Seelen. Das Dreja-Forten-Ritual des vergessenen Geistes. Stimme der Verteufelten. Grollen des Teufels. Hört sich spannend an, aber kann auch total rotzelangweilig sein. Kein Plan. Gucken wir uns an. Schau mal, was passiert. Schau mal, was passiert. Ne? Wenn wir nachher dann angehen. Dann noch eine Info, die Woche ist ganz normal Stream. Sonntag ist Lena mit bei. Also morgen haben wir einen Paratalk. Da habe ich schon eine nette Anmeldung bekommen. Ja, da möchte jemand gerne in Paratalk schon eine nette Anmeldung bekommen, wo auch ein bisschen was Paranormales los ist. Das haben wir dann Donnerstag, Freitag ganz normal. Ja, Jenseitsabend. Sonntag ist Lena damit am Start. Die ist dann schon relativ früh bei mir zu Hause. Da müssen wir hierhin fahren, haben dann ein paar Termine, ein paar Jenseitskontakte für ein paar Leute. Und am Sonntagabend ist sie dann mit drin. Nein, Gott, schlug ich auch weh. Dann ist Montag, Dienstag und Mittwoch ganz normal Stream. Ganz normal Stream. Am Donnerstag sitze ich schon im Flugzeug. Also Donnerstag sitze ich dann im Flugzeug und muss nach München fliegen mit Lena. Und dann sind wir erst am Samstagabend wieder zurück, weil wir noch eine weitere Fahrt noch nach Bayern runter haben. Wir müssen noch ein bisschen weiterfahren. Wir haben erstmal die Fernsehaufzeichnung für die zweite Staffel von Kontakt, für TSC. Wir haben ja schon die zweite Staffel gedreht. Und dann fahren wir dann am folgenden Tag dann weiter. Ne, zum spannenden Fall. Werden wir euch dann noch ein bisschen erzählen, wohin wir es anfahren. Fahren wir dann mit dem Mietwagen weiter. Und dann haben wir dann einen spannenden Fall. Und für die alle, die es wissen wollen, ja, wir fahren ins Spukhaus von Delina. Also sehr, sehr spannend. Da sind wir dann am Samstag. Liebe Delina, weißt ja schon Bescheid. Ne? Genau, WMS-Fernsehaufzeichnung. Und dann nächsten Morgen geht es dann zum Spukhaus Delina mit dem Mietwagen weiter. Und dann werden wir dann da
uns den Spukfall Delina mal vor Ort anschauen. Bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ne? Also Donnerstag Flieger, Fernsehaufzeichnung, dann Donnerstag. Nee, korrekt, Donnerstag Hinflug, Freitag Dreharbeiten und dann Samstag weiter zu Delina. Na, was sind wir hier einmal da? Klar, ich weiß und nicht vergessen, Hunger mitbringen. Wir sind ja dann einmal in München, dann einfach nur schnell einen Mietwagen schnappen, haben wir alle schon organisiert. Lena hat dann auch schon gesagt, wir müssen einen Mietwagen dann holen und dann fahren wir weiter. Und dann am Samstag später Abend ist dann Rückflug, dann springen wir wieder nach Hause. Und dann ist dann auch wieder am Sonntag der Stream wieder ganz normal. Ne? So, bin auf jeden Fall gespannt. Sehr, sehr, sehr gespannt. Sehr gespannt. Und auf jeden Fall wird es auch spannend für die ganzen Sachen, die wir dann mitschleppen. Geräte, da sind da lustige Geräte drin, so im Kofferchen. Ne? Werdet ihr in einem Stream erzählen, was ihr dann bei denen erlebt habt? Ja, sicher. Weil wir werden da wirklich mal untersuchen, gucken, ob wir da Kontakt aufbauen können. Ne? Wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend werden. Wenn euch dann mit schon ein bisschen mitnehmen. Ne? Aber immer, wie gesagt, wir sind zu Besuch. Ne? Immer noch die Menschen, die dort leben, entscheiden letzten Endes, was rausgeht und was nicht rausgeht an Informationen. Ganz wichtig. Immer Privatsphäre. Müssen wir immer berücksichtigen. Also wir machen dürfen da keine Fotos machen oder sonst was. Nur unter, Freigabe, wenn die Personen das möchten. Ansonsten darfst du das nicht. Ne? Aber Delin sagt, oh, wir machen das schon, kriegen das da schon hin. Ne? Kriegen das da schon hin. Bin auf jeden Fall gespannt. Ja, und das dann auf gut Deutsch die nächste Woche. Ne? Und dann hatte gerade jemand noch geschrieben, ob diese Lampen bei Action im Dauer Sortiment sind, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ob die im Dauersortiment sind, da kann ich dir nicht beantworten. Weil ich habe auch zwei gekauft. Aber ob sie die immer haben, kein Plan. Gar keine Ahnung. Genau, Delin ist der Boss und ihre Familie, die rocken das schon. Die sagen schon, was gemacht werden darf und was nicht. Ne? Ne? Also. Also auf der Homepage sind die Lampen auf jeden Fall. Ne? Innenstadt Neuss hat noch welche. Also ich habe ja schon zwei. Also Innenstadt Neuss, sagt Snorks, die haben noch welche. Also ich habe noch zwei. Ich glaube, Cast weiß ich nicht. Ne? Aber online kannst du die bestellen, Patrick. Also ich glaube, online, machen die auch Online-Bestellungen? Machen die nicht auch Online-Bestellungen? Guck mal. Ja, deswegen einfach jetzt so schnell kaufen, wie es geht, bevor die weg sind. Ich weiß gar nicht, ob man halt. Na, ich glaube, die kann man gar nicht bestellen. Ne? Wochenangebote. Also da, also die stehen, wenn man bei Action ist, waren die bei Glühbirnen und Co. Ne, also die stehen bei Glühbirnen und Co. Also da, wo Steckdosenleisten und sowas sind, da gibt es diese Lampen. Also ich kann die nur Schweine empfehlen. Also ich kann die wirklich nur Schweine empfehlen. Die sind wirklich auch für das Geld für 9 Euro mega geil. Selten mal, wo ich sage, so alter Lachs, das ist mal wieder was Gutes, was man gefunden hat. Weil da suchst du nämlich manchmal nach solchen Sachen. Guck mal, mit den Katzenbällen ist auch nur durch Zufall gewesen, ne? Dass man festgestellt hat, dass die auf Zeichen leuchten. Und jetzt gibt es dann halt die nächsten Dinger, wo ich richtig feier, dass wir dadurch Zufall sowas entdeckt haben. Ne? Die, wenn die nochmals kommen, wird wohl eher keine 9 mehr kosten. Ja, aber ey, mal ganz ehrlich, auch wenn die dann 12 kosten oder 15, das ist immer noch der Knaller. Das ist immer noch der Knaller letzten Endes. Ne? Und dann haben die sogar noch im Moment für die Nintendo Switch Ghostbusters, das Spiel, für 10,95 haben die auch noch im Moment im Angebot. Kannst du auch nicht meckern. Das Ghostbusters-Spiel. Also wer diese Filialen nicht kennt, da ist der Shit. Also es ist selten, dass du da drin bist und du hast nichts im Wagen oder so. Das gibt's eigentlich gar nicht. Ich gucke mal, ob ich das jetzt hier finde. Nein. Der Baumarkt ist es nicht. Also auf jeden Fall habe ich die jetzt hier schon gesehen, aber wisst nicht, unter welche Rubrik die jetzt hier haben. Weil unter Baumarkt hast du jetzt sogar gerade
eine Steckdose gehabt. Also keine Ahnung. Also sind auf jeden Fall auf der Webseite. Ah, ich hab's. Unter Baumarkt, Stimmungslicht. Ah, ich habe sie gefunden. Und das sind die Dinger. Das sind die, ne? 8,95 aufladbar mit 10 verschiedenen Farbeffekten bis zu 3 Stunden Laufzeit. Das sind die 8,95. Das ist unfassbar, unfassbar krass. Akkulaufzeit 3 Stunden. Und dann kannst du ja gucken, in welcher Filiale, ne, das noch verfügbar ist. Und dann düst du dann einfach hin und kaufst dir bitte dieses Ding, wenn du dich mit solchen Themen beschäftigst, ne? Kannst du wirklich nichts falsch machen, ne? Genau. Genau, 8,95, ne? Nee, kein Baumarkt. Die stehen unter Rubrik bei Action unter Baumarkt. Unter Produkte Baumarkt. Die haben Produkte Spielzeug, Garten, Reisen, Pflege, Essen, Trinken, Multimedia, Mode, Sport, Haustiere, Küche und die Rubrik Baumarkt. Und unter Baumarkt meinen die, dass du bei Action dann auch einen Hammer kaufen kannst und eine Farbe und eine Lampe und all so ein Kram und Abdeckplane und so. Das meinen die da unter Baumarkt, ne? Ne? Mhm. Also das ist das, genau, Action. Es gibt aber noch die unter von einem anderen Hersteller, wenn es die nicht gibt. Die habe ich auch gesehen. Die heißen ein bisschen anders, aber sehen identisch aus. Hm. Vintage geht nicht so gerne, Action, da wird immer zu teuer, ich finde immer zu viel Deko. Man kommt selten daraus ohne etwas. Es geht nicht. Das ist ja das Prinzip, ne? Rein und dann hast du leider immer mehr irgendwie im Einkaufswagen. Julia, grüß dich. Hi. Okay, so erstmal wollte ich euch noch ein paar was vorlesen, bevor wir starten. Ich habe natürlich wieder mal die schönsten Instagram-Messages bekommen. Dank euch, so wollte ich euch mal sagen. Danke euch, habe ich wieder schöne Nachrichten bekommen. Einmal wunderschöne Messages. Kann ich mich bei euch wieder bedanken. Ne? Ja. Okay. Danach lese ich euch die Rituale vor und die testen wir. Und dann von 22 bis 22.30 machen wir ein paar Jenseitskontakte für euch. Ich werde es dann heute so machen um 22 Uhr. Ich suche mal ein paar Personen raus. Du kriegst jetzt eine Nachricht. Du. Und dann gebe ich euch da die Info. Ne? So, eine Nachricht. Ich weiß nicht, ob die ironisch war. Ich habe keine Ahnung. Aber die erste Nachricht, die ich bekommen habe, was kostet es eigentlich, wenn man in einer TV-Serie mitmachen will? Kannst du mir Adressen geben? Kannst du mir gerne 6.000 Euro überweisen und dann sage ich dir, wie du da nicht reinkommst. Ja, bezahlt man nicht für. Man muss ja nicht bezahlen. Also wenn ihr irgendwie eine Agentur habt, die sagt, bezahl mir 300 Euro, dann bringe ich dich da wo rein, dann bitte nimm das Geld und mach dir eine schöne Einkaufstour durch die Stadt lieber oder so. Also das geht nicht, ne? So, nächste Nachricht war natürlich auch super, habe ich mir auch gedacht, so alter Hecht, mein Gott, also Pfeffer im Kopf ist auch gut. Das neue TSC-Format ist gar nicht mit dir, du Lügner. Das ist mit der Kulka und dem Hohlbein. Du bist ein Betrüger. Mein Gott. Ist auch herrlich. Oben drüber steht Sarah Kulka und Hohlbein. Der Schriftsteller. Ja. Ist ja auch nicht meine Serie. Ist auch nicht meine. Mach da mit, Mensch. Ich bin auch nicht Köln 50667 selber. Ja, eine Rolle gekriegt. Sangora, Mensch, danke für 50 Monate. Ganz liebes Dankeschön. Ne? Na, Schluckikram. Auch nicht meine Serie. Ich auch nicht oben. Ist nicht wie Nightwatch. So, die nächste Nachricht war richtig schön. Also die habe ich auch gedacht, so wirklich sehr gut. War sehr, sehr schön. Geh mal zum Psychiater, du hast einen an der Waffel. Du hast keine Überschattung, du hast einfach einen Schatten im Kopf. Ja, habe ich auch. Aber einfach voll einer in der Gurke. Also ich habe richtig einen in der Pfanne. Weiß ich doch selber, Mensch. So, nächste Nachricht war auch richtig schön. Da habe ich auch gedacht so. Ich habe mal gehört, ein Freund sagte mal zu mir, wenn du dir eine Kartoffelscheibe über den Kopf reibst und dann mit einer Zwiebel deine Ohren reinigst und mit einer Schlangengurke dich hinterm Ohr kratzt, bist du nicht schlauer, aber dämlich. Wahre Worte. Die nächste Nachricht war nämlich schön. Ja. Ouija ist nur eine Lüge der Spielzeugindustrie. Ist von Hasbro, du Opfer. Ich weiß nicht, warum immer alle Opfer schreiben. Ist von Hasbro, du Opfer. Das ist ein Spielzeug für Kinder. Wieder was gelernt. Wa.
Ja. Video ist nur eine Lüge der Spielzeugindustrie. Ist von Hasbro, du Opfer, das ist ein Spielzeug für Kinder. Wieder was gelernt. Ja. Dank dir werde ich nicht dumm sterben. Alle süge ich lieb. Ja, dank dir werde ich nicht dumm sterben. Super. Also ich werde heute Abend im Bett liegen und mich freuen, dass ich so eine schöne Lernstunde bekommen habe. Wäre ich nie drauf gekommen, Mensch. Nie. Also nie. Nie. Wusste ich auch nicht. Ich dachte immer, das ist ein tolles Mittel. Aber ist jetzt ein Kinderspielzeug. Vielleicht werde ich jenseits Kontakte mit Matchbox-Autos probieren, mit Lego oder Playmobil. Mal schauen. Irgendwie mal probieren was aus. Ne? So, die nächste Nachricht ist für euch. Die nächste Nachricht ist an euch gerichtet. Jeder, der dir Subs schenkt, glaubt auch, dass der Weihnachtsmann echt ist. Schäm dich. Also jeder, der ein Subschirsch immer schenkt, glaubt auch, dass der Weihnachtsmann echt ist. Ja, also glaubt ihr, der Weihnachtsmann ist echt? Ha, da habt ihr einen reingewirkt gekriegt, ne? Na, unfassbar. Ja, das ist der Weihnachtsmann, ne? Ja, jetzt guckt er blöd, ne? Jetzt guckt er doof, wusste ich, also jetzt guckt er richtig doof. Wer bringt sonst die Geschenke? Amazon-Mensch. Ja, jetzt seht ihr mal. Bewahrt euren Glauben. So, zwei noch. Auch zu der wunderschönen Lampe, von der wir gerade gesprochen haben. Deine Lampe ist noch per App betrieben. Ich kenne die Lampen. Ich kann mit dem Handy jede Farbe einstellen. Geschickt, aber wie du das machst. Oder du hast einen Lautsprecher drin, der bei Knopfdruck eine Druckwelle abgibt, um das Licht zu schalten. Ja, das ist richtig. Ich zeige das. Ja. Das werde ich mal präsentieren, wie das funktioniert. Ich schalte die ein. Okay, jetzt gehen wir. Okay, warte. Bist du da? Aha. Hier bist du hier? Ah. Ja, und das Gleiche kann ich auch noch mit dem Handy machen. Bist du da? Mach mal ein Zeichen. Na, geht. Also habt ihr gesehen? Also es funktioniert auch per Handy. Du musst mit dem Handy immer einfach nur gegenschlagen. Dann geht das auch, ne? Ah. Ja, oder wie soll ich das mit dem Handy verbinden? Ich weiß auch nicht. Vielleicht Handy dagegen schmeißen. Ich habe auch keinen Plan. Also, da sind manchmal... Also es gibt viele, die haben wirklich mit der Schlangengurke sich die Ohren gewaschen. Haben die da reingeschoben. Weißt du, die Schlangengurke, wollen die Ohren säubern. Und dann kam die Gurke da raus. So. Und dann ist da so ganz viel Gehirnmasse. So. Ganz viel Gehirnmasse da rein, rausgerutscht. Ja, also letzte Nachricht, auch schön. Alter, bist du peinlich. Wenn du mal echt was reißen willst mit deinem Paranormalen, dann musst du noch viel machen. Was hast du geschafft bis jetzt? Nix, bist ein Streamer, der nix auf die Kette bekommt. Stimmt. Hast du recht, Mensch. Schätze, kenne also richtig recht. Hast du wieder nix auf die Kette gekriegt. Gar nichts. Gar nichts. In meinem Alter nix gerissen bis jetzt. Also ich habe bis vor einer Woche habe ich noch Kugelschreiber montiert. Für eine Firma, wo ich festgestellt habe, die gibt es gar nicht. Habe ich 30 Jahre gemacht. Ja, dann wollte ich Friseur werden. Wollte Haarmodel werden, hat nicht funktioniert. Na, no. Ist halt scheiß Leben. Aber weißt du was, Schätzchen? Ich bin U-Boot-Kapitän. In einem Computerspiel. So, einmal schön. Gut, dass ich noch nichts auf Kette gekriegt habe. Durch dich weiß ich das, Schatz. Das ist süß von dir. So, okay, ihr Lieben. Ja, und Multimillionär bin ich auch. Genau, Ping, der jetzt kommt die Wahrheit raus. Multimillionär bin ich. Ja, Multimillionär. 5 Millionen am Konto.
Punkte. Das wäre schön, Mensch. Elfentau unterstützt das Ganze hier noch und glaubt natürlich nicht an den Weihnachtsmann. Ihr glaubt dran. Danke dir, dass du am Weihnachtsmann glaubst. Danke für 36 Monate, Schätzchen. Dankeschön. Kannst du bis Dankeschön, ne? So. Dann würde ich mal sagen, gehen wir in die Rituale rüber. Wie geht's der goldenen Ziege? Ich lege goldene Eier, Schatz. Mehr nicht. Danke, Pink Lady. Ich lege goldene Eier, die verdicke ich immer abends bei eBay. So. Ja, also Anna will was von der Kohle abhaben. Ich schmeiße mit der Fufis rum. Marc, bring ein Buch mit Insta-Story raus. Nee, ich schreibe ja mit der Lena gerade an andere. Unsere unheimlichsten Erlebnisse. Also sind wirklich, das, was ich mit Lena gerade mache, ist wirklich, dass wir die unheimlichsten Erlebnisse, die wir hatten, aufschreiben. Ne? Also ein bisschen so Story-like halt. Ne? Dass man das wirklich lesen kann, was mal passiert ist, wie wir das erlebt haben, was das für ein Tag war, wie das dann alles abgelaufen ist, was gewesen ist. So ein richtiges Story-like, ein richtiges Storybuch. Story 1, der Selbstmord. Story 2, Klopfen in der Nacht und sowas. Ne? Da sind dann halt solche Sachen. Da schreiben wir gerade. Ne? Also freuen wir uns schon drauf. Ne? Also ein Buch mit Nachrichten von den Best-ofs. Ja, das Ding, das wird ja keiner kaufen. Das ist ja leider dann nur ein spannendes Ding für Community. Aber so für Amazon wird keiner checken, so weißt du. Das ist das. Ist immer so hier ganz interessant, aber ja, für andere wäre es nicht so spannend. Ne? Also wie gesagt, ich habe das erste Erlebnis schon fast durch. Sind immer halt ganz lange Storys so. Ne? Lena schreibt auch schon. So. Okay. Wir haben ein paar Rituale, die wir testen möchten. Bam, ein paar Rituale, die wir testen wollen. Stimmen der Verteufelten. Ich lese euch die erstmal vor, ja. Ich lese euch die erstmal vor, die Stimmen der Verteufelten. Hier unten, genau. Sei bloß vorsichtig. Es sind schon einige Menschen durch dieses Ritual wahnsinnig geworden. Du brauchst ein Zimmer deiner Wahl. Ein recht altes Ouija-Board. Einen dunklen oder abgedunkelten Raum. Eine Augenbinde. Ein alter Gegenstand als Trigger. Setze dich in einem abgedunkelten Raum vor ein Ouija-Brett. Sage Folgendes. Die Dunkelheit möge mich hören und mir den Kontakt herstellen. Ich rufe das Dunkle in meine Sitzung. Er hört meine Stimme und nimmt Kontakt mit mir auf. Schließe deine Augen, du wirst spüren, wenn du nicht mehr allein im Raum bist. Binde nun die Augenbinde um und sage, kommt zu mir und macht euch bemerkbar. Wenn du spürst, dass jemand da ist, nimm die Augenbinde ab und betrachte dein Ouija-Brett. Wenn du nun eine Bewegung der Planchette hast, ist die Dunkelheit bei dir. Okay. Das Ding kann wirklich funktionieren. Das kann wirklich gehen, ja. Wahnsinnig bin ich eh schon. Da kann sich nicht mehr viel ändern. Mal ruhen, denke für 37 Monate. Eine Pfanne habe ich ja eh. Da kann nicht mehr viel passieren. Aber das kann wirklich gehen. Das Ding kann wirklich klappen. Ja. Du hast einen Trigger. Deine Sinne werden ein bisschen runtergefahren. Alte Bretter haben unheimlich viel Energie. Augenbinde, du blendest halt alles aus, deine Sinne werden verschärft und du triggerst im Grunde Dunkles. Das könnte wirklich funktionieren, ne? Das steht da nicht, Olli, mit dem Lichtwärmer. Das weiß ich, das steht da nicht. Probier mal aus, ne? So, probieren wir schon. Na, Dorin hat ja auch schon geschrieben. Okay. So. Und dann haben wir das Grollen des Teufels. Beleuchte den Ort, wo du bist, mit Kerzen. Du brauchst nun ein Tonbandgerät. Geht, wir haben ein Diktiergerät, ja. Setze dich in die Mitte des Raumes mit dem Tonbandgerät. Spreche 6-mal folgenden Satz. Du Gestalt der tiefen Zeit, die Dunkelheit, sie ist befreit. Lass mich deine Stimme hören, dein Grollen soll erklingen hier, sodass ich höre, dass du bist.
Zeige mir deine Laute der tiefen Stunde und höre dir zu. Ich höre dir zu. Höre dir nun das Aufgenommene an und du wirst ein Grollen des Teufels hören können. Wenn du kein Ergebnis auf dem Band hast, geh in eine weitere Runde. Aber sei vorsichtig, denn in jeder Runde wird der Kontakt enger und böser. Spannend, auch probieren, ja. Olli, abgedunkelt. Abgedunkelt, ne? Nicht dunkel, abgedunkelt. Dunkler Raum, abgedunkelt. Wenn du abgedunkelt hast, kannst du noch was sehen. Ne? Ein bisschen muss man ja noch sehen können, ne? So, dann haben wir das Ouija-Pforten-Ritual des vergessenen Geistes. Ich habe mal so ein paar rausgesucht, die wir wirklich probieren können, die wir wirklich klappen können, ja? Du brauchst einen abgedunkelten Raum wieder. Ein Ouija-Brett, Kerzen in verschiedenen Formen und Größen, ein Spiegel, eine Handvoll getrocknete Rosenblätter habe ich. Wo habe ich denn mitgebracht? Da bin ich extra, ist kein Witz, extra in einem Blumenladen vorbei und habe gefragt, ob die eine Rose haben. Ich brauche keinen Stiel. War ultra peinlich. Hallo. Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich brauche eine Rose. Soll ich die einpacken? Nee, ich brauche nur das Oberteil. Wie? Nicht den Stiel, nee, nur Oberteil. Was wollen Sie denn damit? Das kommt in eine Tasse mit Wasser. Was wollen Sie damit? Ja, das hat was mit Parfüm und so zu tun. Aber wir haben ein bisschen Scheiße erzählt. Ja, habe ich jetzt Geschenk gekriegt. Ja, wo ist denn jetzt so eine Rose her, ne? Ich sage, wollen die einpacken? Zellophan? Nee, nur den oberen Teil. Ja, habe ich schnell noch geholt. Willst du Rose kaufen? Also noch eine Rose gekauft. Also geholt, ne? So. Alte Fotos. Und dann geht's schon rund, ne? So, okay. Zum Anstecken in die Jackentasche, Loreline. Das ist schön. Genau. Okay, da geht's los. Das Ouija-Pforten-Ritual, was wir testen werden. Funktioniert folgendermaßen. Wähle eine Nacht, wenn der Wind durch die verlassenen Räume des Hauses pfeift. Wir haben Wind. Wir haben schon leicht einen Sturm. Würde gut passen. Fand ich ganz geil. Ja, sei alleine in dem Haus und platziere das Ouija-Brett in diesem Raum mit geschlossenen Fenstern. Entzünde die Kerzen rund um das Ouija-Brett und lass sie flackern, als ob sie von unsichtbaren Beistern bewegt würden. Stelle den Spiegel so auf, dass er das Ouija-Brett reflektiert, als Tor zwischen den Welten. Streue die getrockneten Rosenblätter auf das Ouija-Brett und füge sie als Opfergabe hinzu. Nehme die Fotos und betrachte die Bilder, während du den Namen des vergessenen Geistes, was heißt das Wort, flüsterst, den du rufen möchtest. Mr. Dietz, danke für 15 Monate. Warnung. Sei gewarnt, dass du die Kontrolle über das Ritual möglicherweise verlierst. Wenn das Ouija-Brett unerwartete Bewegungen macht oder unheimliche Schatten im Spiegel erscheinen, beende das Ritual sofort, indem du die Planchette auf Goodbye bewegst. Wird dich dann auch nicht mehr retten, ne? Okay. Also ganz spannende Sachen mal rausgesucht. Und dann haben wir noch das Ritual der verlorenen Seelen. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, ich laber zu viel. Wir brauchen einen ruhigen Raum, zwei Grabkerzen, ein altes Buch, ein Spiegel wieder, ein Relikt aus alten Zeiten, antike Münze oder antikes Amulett. Wähle einen dunklen Abend, begebe dich alleine in einen abgelegenen Platz, bei dir, der von der Zivilisation nicht einsehbar ist. Also ist ja alles zugezogen. Entzünde die Kerzen, um das Zeichen zu geben. Platziere den Spiegel in der Mitte des Raumes, lege das Relikt in die Mitte des Spiegels. Umkreise den Spiegel mit fiktiven Malen von umgedrehten Kreuzen auf dem Boden. Öffne das alte Buch und lese etwas vor. Stelle dir mit geschlossenen Augen vor, wie die verlorenen Seelen aus der Dunkelheit auftauchen, um dich herum schleichen. Lasse deine Augen geschlossen. Nimm das Relikt aus dem Spiegel, halte es fest in deinen Händen. Stelle eine Frage an die verlorenen Seelen, aber sei gewarnt, denn ihre Antworten können gruselig und verwirrend sein. Beende das Ritual, indem du die Kerzen nacheinander auspustest und das Buch scheißt. Nicht scheißt, schließt. Nicht scheißen, sollen wir es nicht. Wir schließen, nicht scheißt, schließen. Schließt nicht das Buch scheißt, das Buch schließt. Ja, hört sich anders an. Bei diesem Ritual kann es sein, dass die Grenze zwischen beiden Seiten durchschritten wird und die eine oder andere Seele nicht zurückgehen wird. Okay, ich würde sagen, wir fangen an mit dem Grollen des Teufels mal zum Schluss. Stimme, ich würde das jetzt mit der Dose machen. Rose, meine ich. Mit der Rose. Das machen wir jetzt, wir machen das mit der Rose. Ja, also da brauchen wir ein Ouija-Brett und wir müssen die Kamera dann jetzt hier so in die Mitte des
Raumes legen. So, okay. Das ist so cool. Ich habe vorhin, wo ich hier gewesen bin, einen Kaffee gemacht. Richtig geil. Ja, jetzt sagen die alle anderen, was ist denn da so toll dran, wenn du dir einen Kaffee machst, du Vogel? Das war geil, weil ich den Kaffee hier gemacht habe. Das war das ganz wieder. Und was ist denn daran so toll, dass du den Kaffee dann machst? Weil ich wollte mir keinen Kaffee machen konnte. So, okay. Dies ist ein Boden. Schaue diesen Boden an. Das ist ein Boden, ja. Okay, den können wir ausmachen. Und dann nehmen wir die andere an. Das ist ein Holzboden. So, zwei. Das bin ich. Okay, da müssen wir jetzt platzieren das Ouija-Brett. Da würde ich doch einfach mal sagen, wir nehmen, dadurch, dass es ja ein Spielzeug ist, habe ich ja heute lernen dürfen, ein Hasbro. Ist ja ein Spielzeug. Durfte ich heute lernen. Wusste ich ja auch noch nicht. Wir nehmen das Hasbro. Kann ja nichts. Ja, kennen wir gerade. So, Hasbro. So, das nehmen wir. Kerzen in verschiedenen Formen und Größen. Okay, das wird spannend. Kerzen in verschiedenen Formen. Was haben wir hier jetzt noch? Kerzen in verschiedenen Formen und Größen. So, okay, hier aber. So, aber hier noch ein paar. Hier auch noch eine andere Größe. Ich bin gespannt, was passiert. So, das haben wir. Ein Spiegel. Da habe ich ein Zug an der Wand hängen. Na, geht's nochmal kaputt, wenn ich reingucke? So, okay. Der Spiegel, den müssen wir jetzt so machen, dass der so ein bisschen hier aus Widerwort. Guck, so, wenn ich noch nicht wieder hinkriegen soll. So irgendwie. Ja, wie machen wir denn jetzt hier? Okay. Ah, eine Idee. So, haut hin. Eine Technik. Ne? Ja. Okay. Haben wir. So. Eine Handvoll getrockneter Rosenblätter. So, warte mal. Entzünde die Kerzen, lass sie flackern. Als ob sie von unsichtbaren Geistern bewegt würden. No, das haben wir. Jetzt geht's weiter. Hammer. Okay, stell den Spiegel so auf. Entzünde die Kerze und das Widerbrett. Stell den Spiegel so auf, dass
Ja, auf das Video reflektiert das Tor zwischen den Wänden. Streue die getrockneten Blätter. Also getrocknet sind sie jetzt nicht so ganz. Als Opfer. Hat ein bisschen was von Romantik. Geil, ne? Oh, riecht voll gut hier. So, also das soll eine Opfergabe, ne? Ich denke, reicht, oder? Jetzt haben wir hier ein halbes Rosenfeld. So, das soll die Opfer sein. Ah, ich denke mal, der Rose ist Rose, ne? Also, alte Fotos. Ja, okay. Die einzigen, die ich jetzt hier mal gerade habe. Hammer. Alte Fotos. Also das, was halt ein bisschen zerstört, da ist die Papierrolle mit dem Spiegel, ne? Also die killt mich ja schon ein bisschen gerade. So eine alte Papierrolle. Also das geht nicht, da habe ich ein Problem gerade mit. Das ist hier von dem Laser. Also das sieht ein bisschen scheiße aus. So, okay, also hier brauchen wir mal eben schnell eine Lösung. Ne? Da habe ich ein bisschen ein Problem mit gerade. Steckt mir das hier einfach rein. So, altes Buch. Guck mal. Ach, das ist schon besser. Das ist, ich glaube, 100 Jahre alt oder so, das Buch. Besser geht's nicht. So, wollen wir mal noch. Okay. Rosenblätter als Opfergabe. Okay. So, also, aha, platziere das Videobrett im Raum, entzünde die Kerzen rum, dann das Brett, lass sie flackern, als ob sie von unsichtbaren Geistern bewegt werden. Stell den Spiegel so auf, dass er das Videobrett reflektiert, das Tor zwischen den Welten. Streu die getrockneten Rosenblätter auf das Videobrett. Ich denke, ob die jetzt getrocknet sind oder nicht, ist nicht das Wichtige, ja. Und betrachte die Bilder, füge die Rosenblätter als Opfergabe hinzu. Platziere deine Hand auf der Planchette des Widerbretts und beginne mit Fragen an den vergessenen Geist. Sei gewarnt, dass du die Kontrolle über das Ritual möglicherweise verlierst, wenn das Widerbrett unerwartete Bewegung macht, unheimliche Schatten im Spiegel erscheinen. Okay. Ja, Schneebu, das Buch ist total schon kaputt. Das Buch ist total im Eimer schon. Deswegen macht das nicht mehr viel, du. So. Fungi-Strecke. So, okay. Dann würde ich sagen, lasst es uns machen. Wir probieren, ich trinke einen Schluck. Ich werde dann noch die Lampe noch aufbauen.
So. So, dann lass uns mal probieren, ob da was passiert. Ich versuche nur gerade hier irgendwie die beste Position hier zu kriegen. Es ist voll unbequem. Es ist wie die Schweine um mich kriegen. Gottes Willen. Warte mal. Da ist er. Boah, ich hole mir mal meine Jacke. Also auf dem Holzboden ist echt hart. Ohne eine Jacke ab. Angenehmer. So, warte mal wieder. Beginne die Frage. Ist jemand Verstorbenes hier heute an diesem Abend durch dieses Ritual bei mir? Dann gebe mir bitte ein Zeichen, was ich sehen oder hören kann. Wenn jemand Verstorbenes durch dieses Ritual hier bei mir im Kontakt ist, gebe mir bitte ein Zeichen, was ich sehen oder hören kann. Nee, davon ist es nicht. Wenn jemand Verstorbenes hier ist, dann lass einfach die Lampe leuchten. Ist jemand durch dieses Ritual hier heute bei mir? Dann gebe mir ein Zeichen im Raum. Wenn jemand aus der geistigen Welt unserer Verstorbenen hier ist, über dieses Ritual gerufen wurde, mach dich bitte hier bei mir jetzt bemerkbar. Also es ist definitiv, ich werde die Kamera mal anders machen, damit man ein bisschen mehr sehen kann. Also vom Gefühl ist es interessant. Ich fahre die mal ein bisschen runter, damit man ein bisschen besser gucken kann. Man merkt, dass was ist, ja? So, ich mache noch die Kamera von hinten an. Da kann man mich noch von hinten betrachten. Oh, Mr. Dietz, danke für 15 und Maru nochmal danke für 37. So, okay, jetzt kann man da so ein bisschen von da hinten noch so ein bisschen mitgucken. Ne? Das könnte ich noch ein bisschen höher machen. Wartet.
Ist jemand Verstorbenes durch dieses Ritual heute hier bei mir? Dann gebe mir ein Zeichen, sichtbar oder auch hörbar. Setz mich mal an, das ist ein bisschen bequemer. Ist jemand Verstorbenes heute hier und möchte mit mir in den Kontakt treten über dieses, ich nenne es Ritual? Dann versucht mir hier ein klares Zeichen zu geben. Ihr könnt das Licht leuchten lassen, die Lampe zum Beispiel neben mir. Ich möchte die Verstorbenen auf der anderen Seite rufen. Nehmt mit mir hier heute Kontakt auf, wenn ihr mich hören könnt. Also Raum ist noch total normal. Nicht normal. Hätte ich gekriegt? Hallo? Die verstorbene Person, die mir gerade ein Zeichen gegeben hat, kannst du es wiederholen? Kannst du noch mal mehr dieses Geräusch machen? Ich rufe die Verstorbenen, die durch dieses Ritual jetzt mit mir im Kontakt stehen. Kannst du dich noch mal durch ein Geräusch bemerkbar machen? Hörst du mich? Das war ein eindeutig lautes Geräusch. Eindeutig laut. Wir testen das auf. Okay, Test. Nein, ich penne nicht. Na, probier was. Wenn jemand verstorben ist, hier über dieses Ritual sich mit mir in Verbindung setzen möchte, hast du jetzt die Möglichkeit, hier im Raum mir ein klares Zeichen zu geben, was ich hören kann. Gib mir ein Zeichen hier in diesem Raum.
Die Mikrofone, die waren voll aufgeladen. Die dürften eigentlich nicht leer sein. Ah, Tinker, danke für 2 Monate, Tinker. Kronas, danke für den Sub für Nadine, danke schön. Die sind beide leer. Warum? Es geht nicht. Die sind frisch aufgeladen worden. Was ist das denn? Herr Sigisen sagt, es hat laut geknackt und der Bewegungsmelder ging an und dann waren die Mikrofone leer. Das kam alles. Geräusch, Bewegungsmelder, leer. Was ist das denn? Also ich achte immer darauf, dass diese Dinger voll sind. Haben nicht gepennt, Leute. Nein. Haben ein paar Sekunden gelegen. Einmal ein paar Sekunden, also wo ich die Augen zu hatte. Das finde ich jetzt aber schon merkwürdig, ne? Komplett vollgeladene Funkstrecke. Die waren beide auf 100%. Auf 100% waren die. Dann knackt das. Ich mache die Augen auf, weil ich ein Geräusch höre. Guck nach rechts, Bewegungsmelder ist noch an. Und dann sind die Funkis aus. Sind die Funkgeräte zeitgleich mit dem Geräusch? Ist das zeitgleich mit dem Geräusch gewesen? Zeitgleich. Alles ist ausgegangen. Krass. Und jetzt muss man mal überlegen, die Funkstrecken sind ja mit nichts verbunden. Nichts. Die haben eine eigene, jede Funkstrecke hat eine eigene Energieversorgung. Ja, das Geräusch war hier rechts von mir. Und ein Bewegungsmelder reagiert auf Bewegung. Aber nicht auf meine. Das funktioniert vom Winkel nicht. Soll ich euch noch was Creepiges erzählen? Der Bewegungsmelder zeigt zur Decke. Der Bewegungsmelder zeigt zur Decke. Das ist krank. Zeig euch das.
dass ihr das seht. Wir haben einmal den hier und den hier und der. Der zeigt nach oben. Das ist aber jetzt seltsam. Was ist denn jetzt los? Sei gewarnt, dass du die Kontrolle über das Ritual möglicherweise verlierst. Nee, das ist nicht die Kamera mit dem Wackler. Das ist nicht die Kamera mit dem Wackler. Die Kamera mit dem Wackler ist die. Das ist die festmontierte. Die mit dem Fernsehanschluss. Das ist die von oben hinter dem Ouija-Tisch. Und das ist die mit dem Kabelwackler. Die verstorbene Person, die hier ist, kannst du mir noch mal ein Zeichen geben? Hörst du mich? Dann spiel mal mit dem Licht. Ich probier mal was. Ich mach mal dunkler. Die verstorbene Person, gib mir mal ein Zeichen. Das hören können? Was für Flüstern? Was für Flüstern? Flüstern und Cam geht aus? What the hell? Ich rufe die verstorbene Person, die mit mir im Kontakt ist. Mach dich bemerkbar. Gebe mir ein Geräusch oder ein Lichtzeichen. Zeig mir etwas, dass ich weiß, dass du hier im Raum bist. Damit ihr versteht, wie dunkel das ist, ich zeig euch, wie dunkel das ist. Das ist das einzige diffuse Licht, was bei so dunkel ist, die Ecke hinten. Das ist Originaldunkelheit. Das ist aufgehellt. Also das ist so die dunkle, so das Dunkle, wie wir es jetzt im Moment haben. Das ist halt die gute Kamera, die rauscht nicht bei Dunkel. Und das ist aufgehellt. Nun seht ihr nichts. Hallo Maya, danke dir. Ich möchte, dass der Jenseitskontakt über diese Sitzung mit mir in Verbindung sich setzt. Zeige mir im Raum, dass du hier bist.
jetzt habe ich gerade den Punkt, dass ich das Gefühl habe, hier ist eine Frau im Raum. Weiblich. Ist eine Frau bei mir hier? Du kannst dich bemerkbar machen. Mach dich mal bemerkbar hier im Raum. Nee, jüngere Dame, Patrick. So Anfang 30 bist du. Wenn ich dich beschreibe, dann gib mir das Zeichen. Das ist Anfang 30. Mittelblonde Haare. Schulterlang glatt. Leichtes Fransenpony. Zuletzt eine Jeanshose angehabt mit leichten Rissen im Kniebereich. T-Shirt weiß. Du bist das, ne? Dann zeig mir, dass du hier bist. Bei mir kommt der Punkt Autounfall. Bist du mit deinem Auto verunglückt auf der Landstraße? Magst du mir das bestätigen? Du kannst einfach die Lampe auf dem Boden anmachen oder ein anderes Licht. Franziska. Franziska, hörst du mich? Gib mir mal ein Zeichen im Raum, bitte. Steht an der Tür hinten. Die steht da hinten. Hinten an der Tür, hinten rechts. Franziska, du stehst an der Tür hinten. Beobachtest du mich? Komm mal zu diesem Reacher-Brett auf dem Boden. Und wenn du da bist, möchte ich, dass du das Licht dort einschaltest. Du kannst es einfach leuchten lassen. Gesagt, kommt und jetzt poltert das voll. Ich habe gesagt, komm und jetzt poltert das voll. Nein, das war diesmal keine Katzengeräusch. Ich habe keine Katze jetzt gehört, ich habe mal irgendwas anderes gehört. Pink Lady kannst du auch nicht sehen, weil die tot ist. Ja, ich habe hier so eine Künstlerin hier. Franziska. Jetzt geht's rund. Okay, war dann eine Katze. Ja, da ist die Künstlerin noch im Haus. Ich habe nicht geschaut, ob jemand heute das Haus verlassen hat. Dein Spitzname ist Franzi. Franzi, hörst du mich? Das ist relativ schnell gegangen auf der Landstraße bei dir. Geklopft. Geklopft. Du bist von der Fahrbahn abgekommen.
Was am Handy gespielt, Franzi. Und bist auf die Gegenfahrbahn gekommen, ne? Ja. Danke, dass du mit mir in Kontakt tretest. Danke für die Zeichen, Franzi. Es ging relativ schnell. Du bist direkt in einen frontalen Wagen reingefahren, der dir entgegengekommen ist, während du von der Spur gekommen bist. Ne? Man konnte nicht mehr viel für dich tun. Du bist am Unfallort gestorben, Franzi. Deine Eltern waren sehr geschockt darüber. Franzi, willst du, dass ich dir helfe? Dann möchte ich, dass du mir ein Zeichen gibst, ein Geräusch oder so. Dann versuch mir ein Zeichen zu geben, Franzi. Das Auto war so kleiner, aber ich weiß nicht, was das wie die Firma heißt. Kein Mini Cooper, sehr rund. Fiat nicht. Sehr rundes Auto. Ich weiß nicht, wie die Firma heißt. Ich weiß auch nicht, wo du hin wolltest, Franzi. Du hast auf jeden Fall deine Tasche auf der Beifahrerseite liegen gehabt. Und irgendwie sehe ich gerade, dass du das Handy vom Beifahrersitz geholt hast und nicht gefunden hast, weil deine Tasche drauf lag. Und dann hast du gesucht, hast rübergeguckt und bist auf die Gegenfahrbahn gekommen. Nee, kein Dacia, kein Twingo. Kein Hund, nein. Nee, kein Smart. Auch kein Beetle. Nee, ich weiß nicht, wie die heißen. Ich weiß nicht, wie die Autos heißen. Ich habe die schon ein paar Mal gesehen, aber ich habe keine Ahnung, wie das Auto heißt. Möchtest du... Nee, kein Skoda. Ich weiß nicht, wie die heißen. Ich glaube, Fiat. Keine Ahnung, ich mach das mal kurz aus. Franziska, möchtest du, dass ich dir helfe? Wir kennen Panda, ich weiß nicht. Einfach von draußen. Das war jetzt aber lustig. Das war jetzt aber verrückt. Möchtest du, dass ich dir helfe? Und dann hupt jetzt gerade ein Auto draußen. Und wir reden hier von einem Autounfall von der Franziska, die einen Autounfall hatte. Und auf die Gegenfahrbahn kam. Ich google mal schon, ob ich das Ding finde. Ich weiß nicht. Die sind aber hübsch, die Autos. Ob ich die finde. Franziska. Oh, Franzi. Ich hab's gefunden. Was ist denn für eine Firma? Doch, ist ein Fiat. Was ist denn das für einer? Fiat 500.
Fiat 500, das ist das Ding. Leicht pausbäckiges Gesicht, große runde Kohleaugen und der Charme von Bella Italia. Jetzt kommt das Beste. Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn im Lastenheft des edlen Retro-Minis nicht auch irgendwo das Wort Frauenauto stand. Es müsste schon mit dem Teufel zugehen. Das ist aber krass. Fiat 500. Ja, der verrückt, ne? Fiat 500. Franzi? Ich wollte eigentlich schon längst ein zweites Ritual machen, aber irgendwie... Möchtest du mir irgendwas mitteilen? Also, was wir probieren können, Leute, pass mal auf. Was wir probieren können. Wir haben ja jetzt gerade diesen Kontakt, ne, durch dieses Ritual. Wir haben jetzt eine Frau, Franzi Franziska, die mit einem Fiat 500 auf der Landstraße gefahren ist, am Handy, aufs Handy suchte und auf die Gegenfahrer gekommen ist und tödlich verunglückt ist. Wir können hingehen. Ja, ich finde es jetzt schade, wenn wir diesen Kontakt abbrechen. Versuchen, eine Tonbandaufnahme zu machen. Ich würde dann einfach auf das Ouija-Brett das Tonbandgerät legen, Franziska bitten, ob sie uns eine Info, irgendwas, ein Wort oder so auf das Tonband drauf sprechen kann und das auswerten. Was haltet ihr denn davon? Wir haben gerade diesen Kontakt. Wir haben eine Frau, die ihr Leben verloren hat. Ich glaube, das wäre ja ganz passend. Ich fände es jetzt nicht schön, wenn wir das jetzt einfach abbrechen. Sorry, Franziska, du bist zwar gestorben, aber wir machen jetzt einfach mal weiter. Das fand ich nicht, finde ich uncool. Ich glaube, da ist der Frau auch nicht geholfen, wenn wir jetzt so egoistisch sind und sagen, okay, danke, dass wir wissen, dass du gestorben bist, aber wir machen jetzt einfach mal weiter. Ne? Vielleicht sagen wir, probieren das mal. Man, die ist ja schon, guck mal, meine Funkstrecke ist komplett leer gewesen wegen ihr. Die scheint schon wichtig zu sein. Das hat da, nee, das hat damit nichts zu tun. Das ist vergessen. Mein Gefühl sagt, das ist was komplett anderes. Was komplett anderes. Jeden Tag haben wir irgendwelche Autounfälle irgendwo, ja. Jeden Tag sind Dutzende Autounfälle, jeden Tag. Das ist, nee, das ist mein Gefühl, das hat damit null zu tun. No, null. Franziska, Franzi, wärst du bereit, wenn ich ein Tonband hinlege, mir dort eine Nachricht zu hinterlassen, dass du da bist, dass ich dich hören könnte? Franzi, wärst du einverstanden damit? Kannst du mir hier ein Geräusch geben oder ein Licht? Ist das okay? Kannst auch klopfen oder knacken. Die ist auf jeden Fall noch im Raum. Ich spüre das, die ist richtig noch hier. Die ist immer noch hinten an der Tür. Hinten, wo die Tür ist. Nee, halte ich gar nichts von der Theorie, Pina. Gar nicht. Du stehst ja hinten an der Tür. Probieren. Wir probieren jetzt, ob wir sie einfangen können. Achso, Kamera hier. So, Aufnahmegerät läuft. Franzi? Ja?
Ja, stimmt, Daki hat voll recht, ne? T-Shirt, Jeans, Hose ist nicht die Jahreszeit jetzt. Stimmt, da gebe ich dir recht. Franzi, kannst du mir einen Gefallen tun? Ich habe dort ein Thomas-Gerät hingelegt. Wärst du so lieb, mir dort etwas zu hinterlassen? Du kannst mir deinen Namen drauf sprechen. Du kannst so vieles machen. Ich würde jetzt einfach ein paar Minuten ruhig sein und würde dich bitten, dass du mir auf dieses Aufnahmegerät bitte einfach etwas hinterlässt. Deinen Namen oder etwas, dass ich weiß, dass du hier bist. Ich gebe dir jetzt 5 Minuten, Franzi. In der Zeit würde ich dich bitten, dass du hingehst und mir bitte eine Nachricht dort hinterlässt, damit ich mir das anhören kann gleich.
Franzi, ich danke dir für den Kontakt. Das war das, die Lampe ging, sagen wir, draußen so ein fetter LKW vorbei vor. Da war ein fetter LKW draußen. Deswegen war das so laut. Aber es waren unheimlich viele Geräusche im Raum. Es waren super viele Geräusche hier. Also die ganze Zeit hat irgendwas geknackt, gekraschelt. So, dann gucken wir mal, ob wir was drauf haben von ihr. Bin sehr gespannt. So, okay. Das wäre jetzt echt interessant, wenn wir da was haben. Okay, ich lade das mal alles rein. Dann lasst uns mal gucken, ob wir was haben. Ich werde mal eben kurz den Chat hochfahren, damit ich den Chat lesen kann. So, okay. Die Gute ist hier. Die Gute ist im Raum. Wow, er war laut. Okay. So, dann gehen wir mal rüber. Franzi, ich würde mich freuen, dich zu hören. Okay, lasst uns mal reingehen. So, das ist die Audioaufnahme jetzt von dem Reacher-Brett. Okay, also ab hier geht's erst los. So. Die machen wir erstmal laut. Und dann entrauschen wir das, damit wir nicht erschlagen werden von dem ganzen Rauschen. Da kriegst du nämlich einer eine Pfanne. So, dann wird das mal komplett entrauschen und dann schauen wir, was drin ist. So, jetzt bin ich sehr gespannt, ob wir Franziska haben. Vorhin war irgendwie eine Frage, wo ich das immer alles weiß. Ich beschäftige mich so mit dem Thema Medialität schon lange, lange Zeit. Und das ist auch immer das, was ich mit Lena mache, wenn wir Jenseitskontakte haben. Wenn jemand privaten Jenseitskontakt haben möchte, dann sitze ich dann auch mit Lena hier am Rechner in der Luca. Und dann haben wir dann mit den Menschen Zoom-Calls. Und dann bauen wir dann für die Verstorbenen, für die Menschen, die das da auf gut Deutsch gebucht haben, dann den Jenseitskontakt auf. So, und jetzt schauen wir mal, ob wir was drauf haben. Weißt du, was ich jetzt gerade gehört habe? Wer bist du? Ich höre hier gerade sowas. Wer bist du? Tempo. Tempo ändern. Hört sich was an wie wer bist du? Nochmal Tempo runter. Langsamer. Tempo runter. Aber bitte mit auf Pareidoli achten. Ja.
aber kann auch sein, weil wir das hören möchten. Ganz wichtig. Da passieren die meisten Fehler. Die meisten Fehler passieren, weil man etwas hört, was man hören möchte. Also es hört sich vom Wortlaut, wer bist du? Aber es ist nicht richtig zu verstehen. Deswegen nehme ich solche Sachen immer gerne an, aber ich kann sie nicht annehmen, also wirklich eine Aussage zu fällen, nach dem Motto, da hat jemand gesagt, es geht nicht. Da würde ich mir keinen Gefallen tun und allen anderen auch nicht. Also es hört sich vom Wortlaut so an, ne? Ja. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Also es sind wirklich interessante Sachen drauf. Ja. Das sind erst Geräusche aus dem Raum. Thank you.
Also der ist auch so, was verstehe ich auch nicht. Das war jetzt das laute, der laute Ecke, wie über das Licht einging. Also das hat man ja selbst ohne super gut gehört. Trecker, wa? Der hört wie ein Trecker. Es ist, weißt du, was ich jetzt mal machen möchte? Lass mal, wir probieren jetzt mal was. Ich habe ja vorhin gesagt, dass die an der Tür stand, ne? Wir werden jetzt das Aufnahmegerät hinten an die Tür stellen, wo ich vorhin sagte, die steht da. Probieren das jetzt. Franzi, liebe Franziska, ich weiß, dass du mich hier im Raum hören kannst. Ich möchte bitte, dass du mir einfach auf dieses Gerät sprichst, was ich hier in der Hand halte. Kannst du mir diesen Wunsch erfüllen? Ich möchte gerne deine Stimme hören, Franzi. Du hast ja hier gestanden.
Franziska, ich würde mich sehr freuen, wenn ich jetzt deine Stimme drauf höre. Ich wünsche dir Licht und Liebe. So, ich habe jetzt mal ein bisschen schneller abgebrochen. Mich interessiert das halt. Und dann probieren wir mal. Aber jetzt was drauf haben. Kabelscheren drauf. Kabel. Gespannt. Also gerade war ja auch was. Also ich versuche noch nicht mal zu atmen. So. So, okay. Öffnet. Ah, wäre so schön, wenn du da mal sowas hörst. So. Da, ich leite das eben rein. Ich mache mal eben ganz kurz mal die Kerzen hier aus. Die ganze Zeit hier an. Mich mal eben aus. So, okay, jetzt bin ich gespannt. Wir machen gleich noch Jenseitskontakte noch. Da nehme ich mir ein paar von euch dran. Und dann schauen wir mal, ob jemand mit euch Kontakt aufbauen möchte. Also ich schaue dann nachher mal. Nee, das kriege ich manchmal gar nicht mit, Sigissen. Manchmal merke ich es, manchmal nicht. So, also nachher gehen wir noch in Jenseitskontakte für euch rüber. So, dann lasst uns jetzt mal eben auch mal hier reingucken. Das seid ihr. So, hier. So, ab hier. Ach so, okay, ist er noch zu weit unten. Okay, mal hochfahren. So, jetzt wird schneller. So, bin gespannt. Ich glaube, da habe ich mich wieder hingesetzt. Da hat einer aufs Mikrofon geploppt. Aufs Mikro. Was ist das denn? So.
Wie krass ist das? Da uns Aufgabenmalgerät genommen. Also, irgendwas war. Also, es war irgendetwas, irgendetwas war, aber ich weiß auch nicht, was es war. Irgendwas ist gewesen. Irgendwas, ich mach mal kurz Licht an. Also, irgendwas war. Irgendwas habe ich auch gehört, als wenn im Hintergrund irgendwie ein Kind geredet hat. Aber das ist das Problem, manchmal will man sich das auch einbilden. Ne? Manchmal willst du das hören und das ist so schwierig manchmal. Aber Fakt ist, wir hatten hier diesen Kontakt zu dieser Frau. Das ist Fakt. Die spüre ich aber auch gar nicht mehr. Die ist auch gar nicht mehr hier. Na? Die ist aber auch gar nicht mehr hier. Gar nicht mehr hier. Also, ist grüß dich, heim. Gar nicht mehr da. Verrückt. Ich hätte jetzt, eigentlich wollte ich ja 4 Rituale testen. Ne? Eigentlich 4. Aber, dem war nicht so. Dem war nicht so. So, ich hole mir jetzt mal eben mein Buch. So, und dann gehen wir jetzt in Jenseitskontakt darüber. Ah, und Delina, du kriegst gleich noch eine Nachricht. Nicht von mir. Du kriegst gleich noch eine Nachricht, aber nicht von mir. Kurz mal gleich aufs Handy gucken. Wir machen ja immer Jenseitskontakte. Wir nehmen komplett Rufen frei in die Wildnis rein. Wir rufen über Rituale durch. Wir probieren mit verschiedensten Art und Weisen Kontakt zu den Verstorbenen aufzubauen. Von Portalen, Sitzungen, Überschattungen, allen möglichen Arten und Weisen, über technische Geräte hoch und runter. Wir haben in den ganzen Jahren schon gigantisch viele Methoden versucht. Manche sind besser, manche sind schlechter. Einer der spannendsten ist mediale Kommunikation zu den Verstorbenen. Das bedeutet, für Menschen Jenseitskontakte aufzubauen, die du nicht kennst,
und denen eine Botschaft der Verstorbenen zu begeben. Wir haben das schon sehr, sehr oft gemacht. Ich habe das für die Community schon sehr oft gemacht. Ich mache das auch immer mal sonntags mit Lena privat für Menschen. Und ich mache es auch mal immer wieder hier für die Community. Ja. Ich weiß, hier sind bestimmt wieder ganz viele, die sagen, ich möchte einen Jenseitskontakt, ich möchte. Sind immer sehr, sehr viele. Für viele ist das Thema mediale Jenseitskommunikation sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig, weil man das sehr schwer greifen kann. Jenseitskommunikation über Geräte, ja, dann hast du eine visuelle Bestätigung. Bist du da? Blink, blink. Hörst du mich? Klopf, klopf. Gib mir mal ein Zeichen. Dring, dring. Huhu. Alles möglich. Bei medialer Kommunikation geht es um die Fakten und um die Aussage. Und mediale Kommunikation bedeutet gleich wieder, dass ich mir irgendjemand hier schnappe. Ja, ihr könnt gleich wieder, wenn ihr einen Jenseitskontakt haben möchtet, die Eins machen. Die Person, für die ein Jenseitskontakt bestimmt ist, die werde ich mir rausfischen, weil ich weiß das. Und dann werde ich für die Person eine Nachricht übergeben von irgendjemandem Verstorbenen, die Person kennt. Das kann die Oma sein, das kann die Mutter sein, das kann der Vater sein, das kann der Bruder sein, das kann die Tante sein. Und wichtig ist immer bitte, wenn du dran bist, wenn ich dich genommen haben sollte, dass du da bitte hier bleibst. Dass du mir danach das Feedback gibst. Das ist das Wichtigste. Dass du mir dann sagst, was habe ich eigentlich erzählt? Denn ich kann mit den Sachen nichts anfangen. Kann sein, dass ich dann irgendwie eine Gewürzgurke sehe und dann denke ich mir, was soll das denn für ein Scheiß? Und dann sagst du, ja, mein Vater hat Gewürzgurken geliebt. Der hat eine Gewürzgurkenfirma gehabt. Oder das kann sein, dass ich dann da irgendwie ein weißes Pferd sehe und dann sagst du, ja, das war mein Pferd. Ich war Reitsportlerin oder Reitsportler. Okay? Die Dinge musst du mir bitte sagen, die weiß ich nicht. Ja? Ich hole mir mal einen kurzen Stift. Okay, dann nehmen wir wieder das Buch. Hier sind ja schon viele, die Jenseitskontakte hatten. Buch wird immer voller mittlerweile mit Jenseitskontakten, die wir hier hatten. Irgendwann werde ich das Buch dann voll haben. Und dann werde ich jetzt mal gucken. Dann hier eine freie Seite. Wer denn jetzt dafür da ist? RB Marcel, grüß dich. Danke für den zweiten Monat, ganz liebes Dankeschön. So, Licht ging jetzt an, weil ich mich aufgestellt habe. Dann reagiert der obere Lichtsensor im oberen Ringer. So, okay, ich gucke jetzt mal. Also alle, die gerne einen haben wollen, würden schreiben eine 1 rein und ich schaue, wer einen bekommt. Also die erste Person, die gerade hier einen bekommen muss, das ist die Orchidee 198. Orchidee 198. Ich möchte, dass du bitte hingehst. Du musst jetzt nichts tun, Orchidee. Ich möchte einfach nur, dass du da bist und an deine Verstorbenen bitte denkst. Mehr musst du nicht machen. Einfach sei einfach nur da. Denk an deine Verstorbenen. Mehr musst du gerade nicht tun, okay?
so ging relativ zügig bei dir. Okay, auch für dich bitte. Ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig, dass du einmal Orchidee zuhörst und du sagst mir bitte, worum es geht. Ja? Ja. Okay, also für dich ist es eine Dame, die über 70 locker schon ist. Hatte so ein bisschen leicht tupierte Haare. Sie sagte, warum isolierst du dich, mein Engel? Du sperrst dich ein vom Herzen und von dem Leben. Das, was man dir angetan hat, ist schon lange her. Der Kuchen, ironisch, der Kuchen macht die Sache auch nicht besser. Jetzt müsstest du mir sagen, wer und was damit gemeint ist. Ironisch, wirklich ironisch. Der Kuchen macht die Sache auch nicht besser. Das kann nur Orchidee sagen. Es gibt auch Situationen, da weiß man erst viel später, was gemeint ist. Es gibt manche, die haben Jenseitskontakt und sind 2-3 Wochen später, jetzt weiß ich erst, was da gemeint wurde. Ja, das war so und so, die Person so und so. Bei ganz vielen. So, wir warten mal eben, ob wir da die Info mal eben von ihr bekommen. Also ich finde, Kuchen macht schon manchmal besser, schreibt Bina. So, warten wir eben, bis sie dann sich meldet. Ich habe es auch schon mal gehabt, dass mal eine Person sich gar nicht gemeldet hat, obwohl sie im Chat war. Es geht um meine Ziehmutter, also meine Tante. Ich bin sprachlos. Ist sie so in dem Alter gewesen? Ein bisschen tupierte Haare? Okay. Ist das auf dich zutreffend? Warum isolierst du dich so, mein Engel? Du sperrst dich ein vom Herzen und von dem Leben. Das, was man dir angetan hat, ist schon lange her. Der Kuchen macht die Sache auch nicht besser. Kannst du uns da kurz eben die Aufklärung geben? Das wäre ganz, ganz lieb von dir. Dass wir das eben kurz mal erkennen können, was da genau gemeint ist. Das kannst nur du, das kann ich nicht. Ich trinke nochmal einen Schluck. Ich mag nur Trockenkuchen. Okay, warten wir mal eben ganz kurz. Wo gibt's Kuchen? Guck mal, wo Urengel? 10 Uhr. Da gibt's keinen Kuchenspatz. So, warten wir mal noch kurz und dann kommt die nächste Person. Zitronenorangen kenne ich gar nicht. Noch nie gehört. Noch nie gehört. So, warten wir mal eben auf Orchidee und dann geht es sofort weiter. Marc backt uns zu Kuchen. Koppenrad und Wiese, da sind die schon fertig. So, warten wir mal eben, was sie zu sagen hat. Spekulatius? Okay. So. Tommaso backt mir ein, das lieb. So, warten noch ganz kurz. Und dann kommt sofort die nächste Person. Und dann suche ich mir wieder eine Person raus. So. Komm, einmal schnell schreiben, damit wir weiterkommen. Orchidee. Ne? Ja, 72. Okay, etwas über 72. Ja, habe ich ja gesagt, Dame über 70. Es geht um meine Vergangenheit, da ich nicht weiß, wer und woher ich komme. Denn ich weiß nicht, ob es meine leiblichen Eltern, denn ich weiß nichts, ob es meine leiblichen Eltern. Und dies wusste meine Tante und hat das mit ins Grab genommen. Wow. Wow, okay, deswegen verstehe ich auch, was da gemeint ist. Wow. Wow. Okay. Fühl dich lieb gedrückt, Mensch. Fühl dich ganz lieb gedrückt. So. Ich hoffe, konnt ihr was geben dafür. Nehmt es als Geschenk an, Orchidee. Nehmt es als Geschenk an. So, wir schauen mal weiter. Wen haben wir denn hier noch?
Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Da bin ich jetzt gerade auch ein bisschen überrascht. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Ich habe gerade einen Namen sehr aufblinken sehen, dann war der wieder weg. Normalerweise ist das für mich immer, wenn ich jemand habe, dann sehe ich, dass der Name so, der strahlt. Aber als wenn da nochmal eine Änderung gewesen ist, das finde ich ja jetzt interessant. Das finde ich jetzt wirklich interessant. Das habe ich jetzt auch noch nicht gehabt. Das ist wirklich neu. Hm. So, aber Sabriat Chu. Du hörst bitte mal jetzt genau zu. Sabriat Chu. Genau du. Du bist gemeint. Du hörst jetzt bitte genau zu. Du denkst bitte einfach nur. Sabri reicht auch. Genau, du denkst einfach nur an deine Verstorbene bitte, ja? Okay. So, Sabri. Ganz interessant, bin gespannt. Frau mit der 70, hellbraune Haare, Hausfrau. Ein Bild allein kann nicht ausdrücken, was in dir vorgeht. Es sind kleine Splitter der Traurigkeit tief in deiner Seele. Du hast die Welt schon immer mit anderen Augen gesehen. Deine Form des Ausdrucks. Bitte verstehe, dass wir dein Bestes wollen, aber leider ging es zu schnell. Fühle dich lieb umarmend. Wir glauben an dich. Mach weiter. Wo immer auch du weitermachen sollst. Keine Ahnung, aber schöne Nachricht. So, jetzt müsstest du einmal bitte. Du weißt, worum es geht. Kurz erklären, womit wir es zu tun haben. Dann brauchen wir jetzt deine Auflösung.
warten wir mal ganz kurz. Und dann kommt die nächste Person. Sabri, denk mal Sabrina oder so. Also eine Frau sagt mir jetzt nichts, aber das mit dem Ausdrücken passt perfekt, da ich gerne zeichne und so meine Gefühle ausdrücke. Guck mal, was hier steht. Ein Bild, du zeichnest. Ein Bild alleine kann nicht ausdrücken, was in dir vorgeht. Es sind kleine Splitter der Traurigkeit tief in deiner Seele. Deine Form des Ausdrucks. Du zeichnest gerne und drückst deine Gefühle damit aus. Wir glauben an dich, mach weiter. Frau, Mitte 70, hellbraune Haare. Pass mal auf. Was bei Jenseitskontakten immer wichtig ist zu verstehen. In erster Linie gehen wir immer von aus, dass es Menschen sein müssen, die sehr nah an uns dran stehen. Also wenn ich jetzt einen Jenseitskontakt hätte und mir würde jemand sowas sagen, würde ich immer denken, so Oma, Opa, okay, sie leben nicht mehr, okay, oder leben noch. Ich wüsste jetzt nicht, wer es sein würde. Aber in unseren Familienstammbäumen gibt es noch Stufen davor, Urgroßmutter. Es gibt aber auch natürlich verstorbene Nachbarn, ja, die einen wichtigen Kontakt zu uns hatten. Wenn ich jetzt überlegen müsste, wie viele Nachbarn ich schon hatte. Ich kenne einige Nachbarn gut, aber manche kennen mich besser. Ja, und das ist immer der Punkt. Es sind manchmal Menschen, von denen man nicht glaubt, dass diese uns gut kennen. Manchmal hast du Geburtstag und da schreiben die Menschen, mit denen hast du nicht viel Kontakt. Aber die schreiben, die haben sich das gemerkt, wenn du Geburtstag hast. Und andere, die schon dein ganzes Leben kennen, haben es vergessen. Manchmal sind das auch Menschen, die in unserem näheren Umfeld gewesen sind, sehr nah an uns dran. Aber wir haben vergessen, wer sie waren. Ich denke mal, dass in den nächsten Tagen bei dir sicherlich du noch ein bisschen drüber nachdenken wirst und vielleicht wirst du die Möglichkeit finden, rauszubekommen, was gewesen ist. Du hast mal eine Rückführung gemacht. Ja, das ist interessant. Wie es jetzt übergreifend ist, seelenübergreifend, das kann ich dir leider nicht beantworten. Dann müsstest du am Sonntag ist die Lena da, die ist ja Hypnotherapeutin und die macht ja auch Rückführungen. Müsstest du sie mal fragen? Die kann dir die Antwort genau geben. Ich möchte dir da keine falsche Antwort geben, weißt du? Sonst wäre ich so wie ganz viele andere, die irgendeinen Scheiß erzählen. Wenn ich was antworte, dann möchte ich das wirklich eins zu eins als Fakt haben und nicht irgendwie nur so, ja, ja, ist so. Dann bin ich wie alle anderen, das möchte ich halt nicht. Ne? Deswegen sage ich dir mal, frag die Lena lieber. Die macht das beruflich. Ne, die ist da komplett fit mit, auch mit Rückführungen und Hypnosetherapien und so, ist ja Therapeutin. Die frag bitte. Ne, wenn du dann am Sonntag drin bist, dann weißt du 100% Bescheid. Aber überleg trotzdem nochmal, wer es sein könnte. Ne? So, okay, dann nehmen wir die nächste Person. Schau mal, wen wir hier noch haben. Genau, frag mal zu Hause. Alte Fotos mal durchwühlen. Also ich wüsste zum Beispiel nicht mehr heute von meinem Stiefvater, wie die beiden aussahen. Die Eltern wüsste ich nicht mehr. Das ist über 30 Jahre her, ich wüsste nicht mehr, wie die aussahen. Keine Ahnung mehr. So, wen haben wir denn noch hier? Ab 20 Uhr ist die hier. Also ich habe die schon ab mittags, frühen Morgen schon, muss ich mit ihr arbeiten und dann. Für die Elke habe ich was. Elke NB. Elke, auch du bitte, liebe Elke, möchte, dass du einfach nur an deine Verstorbene denkst. Ja? Mehr musst du nicht machen, Elke NB. Okay?
Das ging schnell, Elke. So, Elke NB. Für dich. Schön. Finde ich voll schön. Ein junger Mann war das. Schwer zu schätzen. Durch die Zeit kann man das sehr schwer schätzen. Elke weiß gleich, was ich meine. Mittelblonde Haare, so ein bisschen mittelblond. Nicht ganz blond, ein bisschen ins Braun gehende. Liebste, fängt damit an. Liebste Elke. Ich weiß, dass Erinnerungen an die Jugend schmerzhaft sind. So gerne möchte man die Zeit zurückdrehen und dorthin zurückgehen. In deinen Kopf bist du ewig jung. Ich weiß noch, als ich dich beim Tanzen damals sah und ich dich ansprach. Du warst so schüchtern. Du bist immer in meinem Herzen. Süß, ne? Wer ist das, Ärger? Jetzt bin ich mal gespannt, wer das ist. Echt süß. Liebste Elke. Voll süß, ne? Finde ich auch. Okay, warten wir mal, was Elke was dazu schreibt. Dein Rock'n'Roll-Partner. Ey? Erzähl. Erzähl. Das war schon lange her, ne? Wie lange ist denn das her? Der ist schon eine ganze Zeit her. Bin ich mal gespannt, was jetzt für eine Antwort kommt. Warten wir mal ganz kurz. Eine süße Nachricht. Voll schön. Warten wir mal ganz kurz, was sie sagt. Ich finde es immer so spannend, wenn dann die Personen dann schreiben, wie das ist. Ich finde das so cool. Ich stelle wie ich auch hier. Wir haben Hochakrobatik gemacht. Ich war am Seil, bin abgesprungen und er ist umgefahren. Ich war voll auf ihn drauf. Okay, wie lange ist denn das her, Elke? Wie lange ist denn das her? Das ist schon eine Zeit her, ne? Ich liebe ihn noch heute. 30 Jahre. Sache ist lange her. 30 Jahre her. Guck mal, aber er ist immer noch herzhaft an deiner Seite. Ne? Er ist immer noch da. Und das ist ihm verdammt wichtig, Elke. Verdammt wichtig, dass du das weißt. Denn du bist für ihn was Besonderes gewesen damals. Und er hat auch unheimlich, wie ich das so gespürt habe, weißt du, unheimlich, wie soll ich sagen, zu kämpfen gehabt, dich anzusprechen. Ich lache zu gerne. Voll schön. So, machen wir weiter, ne? Machen wir weiter. Eine Person machen wir noch. Und dann, ich rede viel, aber bin sehr schüchtern. Ja, weiß ich. Habe ich ja eh mitbekommen.
eine Person machen wir noch, ja? Moncici. Moncici 2023. Moncici, bitte geh einfach nur hin und denk einfach nur nach über die Menschen, die nicht mehr da sind, Moncici, okay? So, hören wir mal zu. Für dich auf jeden Fall. Einmal gut zuhören. So, auch du musst mir gleich einmal sagen, was los ist. Ganz, ganz wichtig. Auch du musst mir einmal gleich sagen, was los ist, damit ich das verstehen kann, ja? Ich muss das gleich verstehen, Manjiji. Okay. Das war ein älterer Mann, der war auf jeden Fall schon Ü60, locker, Ü60 wie der Gewinne. So ein bisschen immer so die Haare hier so rüber gehabt, über die Stirn. Die Nachricht verwundert mich ein bisschen. Du wirst gleich bestimmt verwundert sein, aber höre mir zu. Ich weiß, dass das Leben nicht immer einfach ist. Du musst endlich die Fäuste zusammenballen und es beenden, du weißt, was ich meine. Das ist nicht das, was du wolltest. Das ist so, das ist nicht das, was du wolltest. Die Zeiten liegen weit zurück, mein Schatz. Ich glaube an dich und gebe dir einen Kuss auf die Stirn in Liebe. Ein Stirnkuss ist was Besonderes. Jetzt bin ich gespannt. Könnte mein verstorbener Opa sein von 98, der darüber redet, dass ich gerade meine Trauer seit 2 Jahren wegen meiner Mama und mich zu ihr zurückgezogen habe. Elke, danke für die 300 Bits, Elke. Ganz liebes Dankeschön, Elke. Danke dir. Dein verstorbener Opa, hatte der Sohn?
die Haare so ein bisschen rüber. Weit über 60 auf jeden Fall. Schwer zu schätzen bei ihm. Bei ihm konnte man das Alter schon sehr, sehr schwer schätzen. Ja, darüber rede ich, dass ich gerade mehr traure seit 2 Jahren wegen meiner Mama und mich sehr zurückgezogen habe. Ja, guck mal. Immer, okay, ist so die Frisur. Pass mal auf. Also du sagst, das ist dein Opa. Du bist seit 2 Jahren in Trauer wegen deiner Mutter und du hast dich zurückgezogen. Frisur passt, okay. Jetzt hör mal genau hin. Du wirst gleich bestimmt verwundert sein, aber höre mir zu. Das ist eine Ansage, Monchichi. Das ist eine Ansage. Nicht einfach mal so, Engelchen. Ich weiß, dass das Leben nicht immer einfach ist. Er sagt dir gerade, pass mal auf. Es ist auf gut Deutsch viel passiert, aber das geht weiter, Mensch. Ja, du musst die Fäuste zusammenballen und es beenden. Also diesen Trauerprozess. Du weißt, was ich meine. Das ist diesen Prozess, den du jetzt endlich aufhören sollst, dich einzuigeln. Das ist nicht das, was du wolltest. Das bist ja auch nicht du. Ja. Die Zeiten liegen weit zurück. Du hast geschrieben, ist 2 Jahre her. Die Zeiten liegen weit zurück, mein Schatz. Ich glaube an dich und gebe dir einen Kuss auf die Stirn. Du hast gerade indirekt einen Tritt in den Popo bekommen. Nach dem Motto, das ist gut, dass du trauerst, aber ja, es muss ein Schlussstrich gezogen werden. Und das ist verdammt wichtig. Und ich glaube, die Botschaft wird noch ein bisschen tief nachwirken bei dir. Ja, das ist wichtig. Ganz, ganz wichtig. Okay, Lieben. Erstmal danke, dass ihr dabei gewesen seid. Danke für alle, die jetzt hier mitgemacht haben. Danke für alle, die heute am Start waren. Danke auf jeden Fall für die Subs heute. Ganz liebes Dankeschön. Danke an meine Moderation. Danke alle im Chat, alle, die dabei waren. Ich wünsche euch eine wundervolle Nacht. Schlaf gut und danke für die, die mitgemacht haben. Und morgen haben wir Paratalk. Da habe ich schon eine Anmeldung gehabt, die sich morgen mit mir unterhalten möchte. Ja. Und gut, dass ich die CD sehe. Muss ich für Petra mitnehmen. Da muss ich Petra verschicken. Gut, lass ich wieder hier liegen. So, und dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Muss morgen früh auch raus, hab morgen früh mal Seniorentermine noch. Und dann sehen wir uns morgen Abend um 20 Uhr. Komm gut ins Bett, schlaf gut. Bis morgen. Gute Nacht. Ciao.